Ich habe eine Pyjama-Party geschmissen und sie war legendär. Ey, wie geil ist das denn? Eine Hammerlimousine wartet auf uns draußen. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Vor einem Jahr habe ich mit meinen Jungs aus der Heimat im alten Haus eine Pyjama-Party gefeiert. Und wir reden bis heute noch darüber. Sowas haben wir natürlich damals öfters gemacht, aber Freunde, wir alle werden immer älter. Und genau deswegen musste die zweite Pyjama-Party alles toppen. Und dafür habe ich auch ein Spielkonzept entwickelt. In diesem Konzept muss man Spiele spielen auf verschiedenen Konsolen. Für das Erfüllen gewisser Quests gibt es Punkte. Wie zum Beispiel, mache den ersten Platz beim 100cc-Class in Mario Kart auf der Super Nintendo. Besiege Mewtwo in Pokémon Stadium auf der N64. Oder steige in der guten alten Blacklist auf in Need for Speed Most Wanted auf der GameCube. Für das Erfüllen dieser Quests gibt es einen Punkt. Derjenige, der die meisten Punkte am nächsten Morgen hat, fährt mit 1000 Euro nach Hause und einem kaputten Schlafrhythmus. Ich erzähle euch jetzt, wie der Abend verlaufen ist. 19 Uhr. Die Jungs kamen alle vorbei, natürlich im Pyjama. Übrigens gibt es 3 Punkte für den coolsten Pyjama. Und haben sich erstmal auf den Abend vorbereitet. Kommen wir nun zum Sponsor dieses Videos. Ohne sie wäre dieser Abend niemals so geil geworden. Und zwar AirUp. Alle Jungs haben eine AirUp-Flasche bekommen, damit sie auch schön hydriert bleiben über Nacht. Als ob. Das ist geil. Das ist geil. AirUp mischt Wasser mit aromatisierter Luft. Das funktioniert durch die wechselbaren Duftaufsätze. Dadurch wird beim Trinken der Duft im Gehirn als Geschmack wahrgenommen. Krass. Strawberry Lemongrass. Und das Beste, Freunde, mit dem Code CrispyRob kriegt ihr vom 18.05. bis zum 18.06. 10% Rabatt auf alles. Schaut in der Infobox nach. Was sagst du? Ich hab die zu Hause. Alle Jungs sind ausgestattet. Jetzt kann die Party losgehen. Freunde, herzlich willkommen zu der zweiten Pyjama-Party. Ihr kennt die Spielregeln. Heute gibt es einige Quests zu erledigen. Ich verteile die Zettel und let's go, oder? Also, ich würde sagen, die erste Quest können wir direkt als Gruppenentscheidung beenden. Und zwar, wer hat das beste Pyjama, gibt heute 3 Punkte. Es gibt nur 2x3 Punkte. Dementsprechend, ja, nicht ganz eindeutig. Morgi hat letztes Mal gewonnen. Wer ist für Kevin? René, Ralf, Tomek. Okay. Hermann, Arthur. Ja, okay. Die Russian Mama hat gewonnen. Arthur kriegt 3 Punkte. 3 Punkte? Wichtig. Ich hole das Ding heute. Okay, die Challenges starten ab jetzt bis 10 Uhr morgens. Let's go for it, Freunde. Wir haben alle 2 Stunden eine Challenge. Wir fangen einfach mit der ersten Challenge an. Die heißt Nail It. Und die Frage ist, wer will sich für 2 Punkte die Nägel machen lassen? Safe. 100%. Okay, einige. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir müssen bis morgen dranbleiben. Alle Hände, machst du auch alle Wimpern? Alle Finger. Schade, das könnte schwierig beim Shoppen werden. Ne? Genau, das ist der Punkt. Das ist Handicap. Wer bleibt trotzdem drin mit Nägeln? 1, 2, 3, 4. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Der Gewinner gönnt sich die Punkte. Okay. Du kannst sitzen bleiben, der Rest kann anfangen. Die erste Challenge fing sofort an und ich glaube, Maudi hat nicht ganz verstanden, dass ihn das noch sehr einschränken wird. Perfekt. Aber er hat es auch sehr gefühlt. Das werdet ihr noch sehen. Ich will auf jeden Fall direkt mit Naruto starten. Richtig, da würde ich die Kampagne machen. Sachen, wo es Highscore gibt, immer Foto machen. YouTube-Videos schauen ist verboten. Wer erwischt wird, 2 Punkte Abzug. Egal was. Alle waren sofort drin. Highscore im Basketballspiel, 1 Punkt. Spiele Level 2 von Super Mario World in unter 55 Sekunden durch. 1 Punkt. Der erste 150er ist meine. Spiele den Singleplayer von Naruto durch. 1 Punkt. Für den höchsten Highscore bei Pac-Man gibt es am Ende des Tages auch einen Punkt. Ich finde niemals diesen Kevin, ne?
Was ist ein Kevin? Hier, hier und in der Küche ist jeweils ein Kevin. Was ist das? Es ist ein bisschen irritierend, aber ich erklär's euch. Wo ist Kevin? Kevin ist einer meiner besten Freunde aus der Kindheit und ja, wir hatten uns letztes Mal schon kleinen Spaß erlaubt. Ich habe 4 Kevins auf der Spielfläche versteckt. Und für jeden gefundenen Kevin gibt es einen Punkt. Ja, die sind so klein. Aber es wird voll hier reinpassen. Ne? Das ist so schwer. Guck dir diese Sammlung an und dann stand er genau hier zwischen. Er spielt einfach mit bei der Attack on Titan. Punkt für German. Wo ist der? 20 Uhr. Punkte und Kevins werden fleißig gesammelt. Ich habe einen Kevin gewonnen, ich schwör's dir. Oh mein Gott. Der war doch da? Ja. Schlau mit der Taschenlampe. Sehr schön. Hast du? Ja. Echt? Ja. Krass. Boah, jo. Ich hab da 100 Mal hochgekommen. Der ist so assi. Ich glaube, der hat 3 von 4 Kevins gefunden. 3 Stück, ne? 3 Stück habe ich, ja. Ich habe den falschen Cup gespielt. Ja? Ja. 9 Minuten. 21 Uhr. Maudi hat sich entschlossen, die Fingernägel noch lackiert zu bekommen. Und die nächste Challenge startet. Die nächste Challenge Safari Party. Sollen wir schon aufmachen? Ja. Das ist mein Brief nach Hogwarts. Kevin liegt auf dem Mond. Für diese Challenge gibt es einen Punkt. Und zwar habt ihr genau 5 Minuten Zeit, euch mit diesen Stiften euer Bild selbst drauf zu malen. Und die Challenge startet jetzt. Hallo? Schwarz, wo ist schwarz? Gib mir schwarz. Haben wir einen Spiegel? Ja, hier ist ein Spiegel. Wo ist Bad? Im Bad? Badezimmer. Was ist denn jetzt? Wer hat Geld? Die Jungs waren auf jeden Fall alle sehr motiviert. Riesigen Respekt. Hier ist schwarz. Noch 4 Minuten. 4 Minuten. Check, check, check. Ey, guck dir das an. 4, 3, 2, 1. Stopp. Die Form ist gut, ja, finde ich aber auch. Der Effekt kommt nicht ganz rüber. 5,5 von 10. Ja, okay, ja. Okay, okay, danke, danke. Okay. Ja, die Lippen müssten noch rot sein. Ja, stimmt. Oh no, das... 6,5 von 10. 6,5? 6,5. Okay, okay. Okay. Der Blick, ne, der Blick. Ja. Die Schleife fehlt. Ja, die Schleife fehlt. 5 von 10. 5 von 10. Okay, René. Ja. Ja, ja. Das ist gut. 7,5. Ja. 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 Top. Ja. Oh ja. Oh, das finde ich auch stark. Das finde ich stark. 8,5. Ja. Ich bin Batman. Ja. Oh ja, das ist auch gut. Oh ja. 7,5. Oh ja. Oh ja. Mit den Zähnen. Voller Einsatz. Ja, das ist richtig stark. Das ist auch eine 8,5. Ja. Stechen zwischen Arsch und Ralf und die Gruppe muss entscheiden. Ja, okay, Juri. Ralf gewinnt die Runde. Sehr geil. Ein Punkt geht an dich. Du hast meine Zähne jetzt an der Stirn. Ein Punkt für Ralf und es geht weiter. Danach ging es sofort weiter mit einem klassischen Mario Kart Turnier. Die 2 Besten kommen weiter von euch 4. German kam weiter. Tomek kam weiter und beide sind ins Finale gezogen. 2 Punkte für German. Und German holte sich die 2 Punkte, denn für ein gewonnenes Turnier gibt es 2 statt 1 Punkt. Es wird immer verrückter. Wisst ihr, was das Coole an den 2000ern war? Die Frisuren. Wer von euch wäre bereit, blonde Strähnchen zu bekommen? Nur die Spitzen. 4 Leute, schnick, schnack, schnuck wieder. Oh. Arthur bekommt die Haare gefärbt. You look so good. You look so good. Und alle Jungs warten auf Pizza, denn um 23 Uhr sollte Pizza kommen. Jedoch hatte ich was anderes geplant. So, say no to pizza. Hat nichts mit Pizza zu tun, sondern ich habe für diesen Abend eine Limousine gebucht, die uns alle überraschen soll, damit wir eine legendäre Fahrt durch Köln haben. Jedoch gibt es einen Punkt für denjenigen,
der auf diesen Spaß verzichtet. Ich habe euch gesagt, um 23 Uhr kommt die Pizza. Nein. Aber die Pizza ist nicht da, sondern eine Hammerlimousine wartet auf uns draußen. Oh. Aber... Ich fahre. Wenn ihr Nein sagt, gibt es einen Punkt. Das heißt, für die, die drin bleiben, kriegen einen Punkt. Ihr könnt auf den Punkt verzichten und wir fahren jetzt eine Stunde in der Limo rum. Du willst hier einen Punkt? Echt? Das ist eine verdammte Stunde, weil du kannst zwei, drei Spiele spielen. Psychologisch gesehen, wir werden da drinnen so voll abgehen und das wird voll die geile Stimmung sein. Danach sind wir richtig K.O. und dann ist nichts mehr. Ich bleib Alter, hier, Junge. Auf den Punkt. Fürs Wachbleiben. Wer bleibt hier? Hand hoch. Es gibt keine Pizza, ne? Nee. Getränke? Okay. Darin? Getränke? Ja, klar, klar, klar. Ich fahr mit. Okay. Männer auch mal hier. Guck mal her. Bis gleich. Bis gleich. Ich bleib hier. Bis gleich. Okay. Schöne Spitzen. Dankeschön. Selbstverständlich haben wir René nach 20 Minuten eingesammelt und haben uns kollektiv entschieden, dass er den Punkt bekommt und auf jeden Fall mit dabei ist bei diesem legendären Abend. Alle small things, true care, true fit. Du wirst noch viel erleben, du musst diesen Test bestehen. Wow, 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 wow. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Wow, 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 wow. Doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Okay, es geht weiter. Wer holt sich die meisten Punkte heute? Das erfahren wir gleich. Let's go! Nein! Viel Glück! Air up! Air up! Vielen Dank auf jeden Fall nochmal, Air up. Nach der Limo ging es sofort weiter mit einer guten alten scharfen Nudel-Challenge. Wie viele Punkte hast du noch auf deiner Liste? Oh, es sieht schlecht aus. Denkst du, du kannst die Nacht wach bleiben? Definitiv. Hey, Freunde, scharfe Nudeln, einen Punkt. Das sind die scharfen Nudeln aus Korea, scharfe Chips aus Korea, Sriracha und Habanero-Sauce aus Mexiko. Oh, alle aufessen. Alles. Ihr drei macht Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Fuck. Fuck, Alter. So, also, aufessen, aufessen, ne? Ich glaube wirklich, ja, schnell. Genau, genau. Ja. Es brennt zweimal. Mhm. Fast geschafft. Die Träne, Digga. Ja. 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 Ein Punkt. So. Ein Punkt für Arthur. Boah, ist voll scharf. Also wirklich, no joke. So scharf hab ich selber noch nie gegessen. Es geht um das James Bond Turnier und der erste, die gegeneinander spielen, ist Yannick und Ralf. GoldenEye 007, ein legendäres Spiel. Bis heute hat es die Gaming-Welt geprägt und selbstverständlich musste es in einem Turnier ausgetragen werden. Nein! Okay. Kommst du dazu? Ja. Das Wichtige an diesem Shot ist, Ralf reicht. Ralf reicht, richtig. Ralf reicht. Was geht da ab? Das sieht nach einer Pause aus. Für ein Video gucken. Tomek, zwei Punkte an dich fürs James Bond Turnier. Ich danke euch, ihr Lieben. Es musste passieren, wir haben unseren ersten Mann verloren. Das
Daraufhin wollte Kevin auch noch die Haare gefärbt bekommen. Aus den 80ern. Was nicht so gut funktioniert hat wie bei Arthur. Die My Best Friendo Challenge gibt 3 Punkte und die Jungs mussten entscheiden, wem welches Kuscheltier gehört. Masopilami, da ist er zu jung für. Diese 3 Punkte werden zum Schluss addiert, also konnte keiner bis zur letzten Sekunde wissen, wie viele Punkte er hat. Wie so ein Stern bei Mario Party, den man zum Schluss noch bekommt. Das hat auf jeden Fall alles spannend gemacht. Die Stunden vergingen wie im Flug. Es gab ein Smash-Turnier. René, für dich, weil du 1. Platz gewonnen bist. Nein, laber nicht. Ey, wie geil ist das denn? Ja, und für dich, weil du 2. Platz gewonnen Danke. bist. Danke. Oh, geil. Ein Pokémon Stadium Minigames Turnier. Jawohl. Das ist so ein trauriges Bild, Kevin. Versuch nur, mich wach zu halten. Versuch ich gar nicht. Das ist so ein Psychoterror. Du siehst aus, als wärst du ganz bei irgendeiner Talkshow gewesen. Du hast Schwitzen gemacht. Wieso sieht das bei Arthur so gut aus? Mir geht's gar nicht gut, Digga. Die Sonne geht auf, Freunde. Die Vögel zwitschern. Gleich ist die Entscheidung. Renés Rekord noch gebrochen, ne? Das ist schlimmer als ein richtiges Basketballspiel. Die letzten Stunden und Freunde, wir sind alle müde. Jetzt gerade geht es um jeden Punkt. Oder ich kämpfe mit den Dämonen gerade. Neuer Rekord. Alle waren standhaft und haben ihr Bestes gegeben. Jungs, wir haben es geschafft. Applaus für alle, die überlebt haben. Okay, fangen wir mit dem 3. Platz an. Mit saftigen 21 Punkten geht der 3. Platz an Tomek. Oh! Okay, danke, danke. Wir haben jetzt ein Problem. Und zwar, 1. und 2. Platz haben gleich 4 Punkte. Ich sag nicht wer, aber wir müssen gemeinsam entscheiden, in was sich der 1. und der 2. Platz beweisen muss. Es muss ein finales Battle geben. Mario Kart gewinnt, ha? Ihr gewinnt. Boah. Uno oder sowas. Alter. Nach bisschen Diskussion haben wir uns für ein finales Spiel entschieden. Ist so, das ist ein Schnick, Schnack, Schnuck, das entscheidet einfach alles. Eine Runde. Ja, eine einzige. Eine Gulden. Alter, ist das ein episches Ende. Schnick, Schnack, Schnuck. Crazy. Alles klar, das finale Schnick, Schnack, Schnuck Spiel wird ausgeführt zwischen Arthur und René. Beide mit 23 Punkten und René hat die Best Friendo Challenge gewonnen, indem er 5 von 7 Kuscheltieren richtig zugeordnet hat. Alter. Ja, mit Abstand. Okay, Jungs, steht auf. Es ist der finale Moment gekommen. Es geht um 1000 Euro. Wollen wir das echt machen? Müsst ihr machen. Eine Runde. Seid ihr ready, Arthur? Ja. René? Jo. Eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Seid ihr bereit? Jawohl. Ein Herz raus. Okay. Ihr entscheidet, wann ihr starten wollt. Go. Go. Okay. Go. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein. Ein epischeres Finale konnte man sich nicht vorstellen. Ich habe jede Sekunde dieser Nacht geliebt. Yeah! Dieser Abend zeigt mir, dass wir für immer Kinder bleiben können und dass die nächste Pyjama-Party absolut krank werden muss. Arthur, 2. Platz. Ist trotzdem was Geiles mit dabei. Ich habe geile Haare. Für dich gibt's eine Switch OLED. Oh! Lass es dir schmecken. Ey, geil, Mann. Danke an meine Jungs.
Ich liebe euch alle und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr diese verrückten Projekte in Zukunft nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir in die Kommentare, was so euer All-Time-Favorite-Lieblingsspiel aus der Kindheit ist. Darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen. Macht es gut, Freunde.